Die Deutsche Bahn feierte am 8.12.2017 die Eröffnung ihrer neuen Schnellfahrstrecke von München nach Berlin mit einer anschließenden Serie von Pannen. Foto: Marius Becker/Deutsche Presseagentur. Harald Martenstein zweifelt an schmeichelhaften Klischees. Warum die Pannenstrecke Berlin-München ihn pessimistisch stimmt, erklärt er im Video. Dem Deutschen sagte man lange nach, diszipliniert und pünktlich zu sein. Nach von Pannen geplagten Großprojekten wie dem BER oder Stuttgart 21 und den Mogeleien der Automobilbranche sorgt nun die Deutsche Bahn mit der Pannenserie bei der neuen Schnellstrecke Berlin-München erneut für Unmut. Wie weit her ist es mit der deutschen Tugend, fragt sich Harald Martenstein in der neuen Ausgabe unserer Videokolumne. Vielen Lesern dürfte die Rubrik auf den Punkt aus früheren Zeiten bekannt sein. Dies war bis 2010 der Titel unserer regelmäßigen Meinungskolumne in Print und online. Ab sofort präsentieren wir Ihnen dieses Format als Video mit wöchentlich wechselnden Kolumnisten. Auf den Punkt, Teil 1: Christopher Lauer über die Wut auf Christian Lindner. Auf den Punkt, Teil 2: Bill Kaenai, Berlin ist viel besser als sein Ruf. Auf den Punkt, Teil 3: Ursula Weidenfeld, die politische Sprache darf nicht Rassisten wittern, wo keine sind.